So, und jetzt können wir runter ins nächste Untergeschoss, was das Erdgeschoss wäre. Ja, das macht Sinn. Irgendwie. Da lang. Also ja, das nächst untere Geschoss, was das Erdgeschoss wäre. Haben wir mit dir schon gesprochen? Einer der drei. Ja, haben wir. Und hier geht's gar nicht runter. Ah, stimmt, hier oben war der Weg nach unten. Dann können wir doch gleich mal den nächsten Teleporter markieren. Der auch auf jeden Fall zum Ausgang führt, sonst wäre es komisch. Nämlich der hier. Wir sind bei FG. G und das wird hier hinführen. Also zwei Felder weiter hoch. GA1. Ein Feld weiter hoch, dahin. Tada, ich bin Hellseher. So. Und runter. Und hier gab es jetzt, glaube ich, nur noch einen Raum, wo wir nicht waren. Nämlich da. Und wenn da jetzt wirklich die Eisenmarke ist, dann beiße ich mir einen Fuß. Weil wir hatten ja vor zwei Folgen die Entscheidung getroffen. Besser gesagt, ich habe die Entscheidung getroffen. Ihr habt schreiend davor gestanden und gesagt, nein, mach das nicht. Dass wir lieber hochgehen, anstatt den Raum da zu erforschen, weil wir da ja eh noch vorbeikommen und so weiter. Ja. Hätte ich mich mal anders entscheiden sollen. Aber das kann man alles nie vorher wissen. Ach, das war das nervige Ding. So, jetzt müssen wir da wieder in den Teleporter. Und da wieder in den Teleporter. Und da wieder in den Teleporter. Und da ist der Teleporter weg. Und jetzt können wir weiter. Und ich höre diese Seelenfetzen schreien. Dann werdet ihr wohl hier hinter sein. Oh, wir haben sogar das Schild in der Hand. Ach, stimmt. Der fehlte uns ja auch noch. Also ja, uns fehlte nicht nur die Eisenmarke, sondern auch noch einen Schlüssel. Den habe ich ganz vergessen. Und wir haben hier die altmodischen Kisten. Das ist ja auch ein nettes Feature. Ah, dass das hier wohl so eine Art Lagerkammer ist und deswegen sehen die Truhen auch schäbiger aus und nicht so verschnörkelt aus weißem Marmor wie hier oben. Das haben sie ganz cool gemacht. So, Fleischsymbol. Elfenbein, ja, ist okay. Ein Tuna Mjolnir. Okay. Der macht 3d6 Schaden, zaubert brüllende Säule unkontrollierter Blitze, nehme ich an. 12 Ladungen. Und sieht cool aus. Wiegt aber 8 Kilo. Wie viel wiegt der andere? Auch 8 Kilo. Na gut, der kann jetzt weg. Weil 1 bis 12 ist schlechter als 3 bis 24, ne? Ne, 3 bis 18. So, also haben wir auch mal eine neue Waffe gefunden, die kein Schwert ist. Was hier ganz praktisch ist. Wir haben aber keine Eisenmünze gefunden. Dafür den blauen Schlüssel, um dann oben die andere Tür aufzumachen. Da wird wahrscheinlich da drin die Eisenmünze sein. Aber, wo wir gerade mal hier in der Nähe sind, will ich jetzt testen, ob wir dieses Seelenhaus bei der Leiche von dem einen Helden benutzen können. Oder Heldin, um es korrekt zu sagen. Genau, du da. Auch wenn ich irgendwie Verdacht habe, dass der Mensch oder das Lebewesen zu dem Zeitpunkt noch leben muss und gerade am Sterben. Weil ich kann hier nichts drücken. Nö. Ihre Seele ist weg, wohin auch immer. Ja, das weiß ich gar nicht, wie das hier abläuft, genau. Also, ob es ein Jenseits gibt oder ob es Götter gibt oder. Wurden Götter erwähnt? Glaube nicht. Naja, vielleicht erfahren wir es im Laufe des Spiels noch. Ich kann mich da an Might and Magic erinnern, da kommt man ja teilweise später in recht abgefahrene Gegenden. War das bei. Nee, das war nicht Might and Magic, das war Ultima, genau.
Da kommt man ja später auch in die Ebene von manchen recht hohen Wesen. Und bei irgendeinem D&D-Spiel, da kam man auch in die Ebene von Bane, war das, glaube ich. So, wo laufe ich überhaupt gerade hin? Das kommt davon, wenn ich nur am Schnattern bin. So, wir müssen wieder zurück. Aber ja, sowas mag ich allgemein sehr gerne, wenn man nachher mit Göttern zu tun hat. Deswegen mag ich auch Baldur's Gate so sehr. Weil das Ende ist einfach nur genial. Und auch schon vorher die Level von dem Addon. Wenn man dann auf den Leichen von toten Göttern marschiert. Ja, hat was. Also ja, so einen kleinen Gottkomplex habe ich dann auch. Deswegen mag ich auch so Spiele, wo man recht mächtig wird. Solange es nicht zu einfach ist. Also Morrowind ist ein super Beispiel. Da kann man ja nachher richtig mächtig werden, aber leider ein bisschen zu leicht, wenn man die Spielmechanik ausnutzt. So, genug geschwafelt. Jetzt wollen wir blaue Dinger mit blauen Dingern kombinieren, um ein blaues Ding aufzumachen. Nein, das Tor war silber, aber okay. Schild, Schild. Schön, dass du gewartet hast. Hättet uns ja schön gemeinsam angreifen können, aber nö, das sind ehrenhafte Vögel, die greifen uns nur nacheinander an. Da müssen wir ein Kreuz reinstecken. Obwohl, ich konnte das benutzen, also werden wir da nichts reinstecken müssen. Gucken wir gleich mal. Erst müssen diese Vögel sterben. Das ist ja ein skurriler Schalter und gefährlich. Aber gut. Kiste und Vogel. So, Kiste gucken, Kiste gucken. Fleischsymbol. Oh, naja. Und da haben wir unsere Eisenmarke. Schön, schön. Wo ist unsere andere Eisenmarke? Ach nö, jetzt habe ich die andere verbummelt oder was? Ah ne, die hatten wir schon reingesteckt, stimmt. Gut, gut. Mana-Altar brauchen wir nicht wirklich, denn irgendwie verlieren wir in diesem Dungeon nicht wirklich viel Mana. Denn wir müssen uns nicht häufig heilen. Das ist auch mal ganz angenehm. Aber der Theorie nach hätten wir auch viel früher hier sein müssen. Oh, da hinten ist noch so ein komischer Schalter. Das wird dann wohl der Raum sein von dem obersten ehrwürdigen Mönch. Ja, Erinnerung des obersten Mönches. In all den Jahren meiner Priesterschaft habe ich das Orakel nicht so weinen sehen. Sie warnt uns vor einer Katastrophe, welche uns schon bald ereilen wird. Ihr Volk leidet, und als ob ihre Göttlichkeit den Schmerz jedes menschlichen Herzens berühren könnte, weint sie um alle gequälten Seelen von Tempest. Was für Tränen! Ich habe mir bereits überlegt, sie in einem geheiligten Gefäß zu sammeln. Vielleicht enthalten diese Tränen einen Funken ihrer Göttlichkeit. Ah ja. Okay. Was auch immer er mit den Tränen, die etwas Göttlichkeit enthalten, machen will. Oh, und hier haben wir das heilige Gefäß auch schon. Schön, also sobald wir einen weinenden Gott finden, können wir da mal das Gefäß runterhalten. So, jetzt haben wir aber alles, was wir brauchen, richtig? Wir haben die Eisenmark, wir haben den blauen Schlüssel für die Tür gefunden und der Gegenstand, der hinter der blauen Tür war, anscheinend auch ein wichtiger Questgegenstand. Den haben wir auch. Also können wir jetzt wieder nach oben. Also nach ganz oben da. Müssen wir hier rum. Aber ja, bisher haben wir in jedem der drei Räume einen wichtigen Questgegenstand gefunden. Also zweimal ein Seelenhaus und einmal jetzt diese heilige Flasche. Und ich bin zu weit gelaufen. So, sobald sie weg sind, laufen wir.
Laufen, 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 laufen. Diesmal ist keine Eule im Weg. Schön. Und hoch. Jetzt müssen wir uns nur wieder durch die ganzen Teleporter durchquälen. So, obwohl die ja eigentlich nicht so verwinkelt waren. Müssen immer nur darauf achten, welcher jetzt vorwärts führt und welcher rückwärts. Damit wir nicht im Kreis laufen hier. Aber immer der, der von dem Punkt, wo man rauskommt, am weitesten entfernt ist, der führt weiter. Und da sind wir auch schon. Also zumindest halbwegs. Nehmen wir die Eisenmark schon mal in die Hand. Eine gute alte Deutsch-Eisenmark. Wer kennt sie nicht? Da war es nicht. Aber ja, das 5-Euro-Stück vermisse ich doch schon irgendwie. Das war so schön groß. Aber na gut. Habe ich gerade 5-Euro-Stück gesagt? Ich meine natürlich 5-Mark-Stück. Ja, ein 5-Euro-Stück wäre komisch. So, da ist wieder ein Teleporter, aber der führt bestimmt zurück. Oh, da flackert's. Hallo. In diesem Spiel sind sehr viele Frauen abgebildet. Also es gibt einmal die Frau unter Meer, dann gibt es diese komische Windfrau, dann gab es die Schlammfrauen. Ja. 5-2. Was hast du zu sagen? Willst du uns umbringen? Seid ihr verletzt? Es klang, als weinte jemand. Ah, sie ist Jene, das. welche weint, weiß, dass ihr Volk stirbt. Sprecht ihr von den Mönchen des Tempels? Ihre Tränen fallen für ganz Tempest, ganz Tempest, ganz Tempest. Sie ist die Göttin von Guns Tempest und schwirrt hier auf dem Boden rum und kann nichts machen. Das ist ein komischer Gott. Sie kamen und mein Volk starb. Die Glücklichen starben, aber der Rest, Wie konntet ihr den Heeren des Kriegsherrn entkommen? Das göttliche Bewusstsein kann nicht sterben, aber Tempest selbst blutet. Tempest selbst blutet. Tempest selbst Ha. Also sie ist ein Gott. Sie kommt hier nicht weg und sie kann nichts tun außer reden. Was wird sein, wenn niemand ihn aufhalten kann? Das Böse! Das Böse! Was ist dieses Böse, welches dem Kriegsherrn immer wieder zum Sieg verhilft? Etwas Böses ist auf den Himmel hinabgefallen. Eine Berührung schon bringt Sterblichen den Tod. Bringt Sterblichen den Tod. Bringt Sterblichen den Tod. Hört sich nach radioaktivem Material an, aber na gut. Ich sehe eine Reise. Einen Weg über einen feurigen Abgrund. Das muss die sogenannte Narbe sein. Gibt es einen sicheren Weg dorthinüber? Geschwächte Wurzeln und Äste, die sich nicht biegen können. Angst befällt den alten Geist, den alten Geist, den alten Geist. Bei allem Respekt. Das Orakel hat bereits zu viel gesagt. Ja, der Typ passt definitiv zu mir. Ich wäre da, glaube ich, auch langsam ein bisschen ungehalten geworden. Weil Orakel schön und gut. Manche Orakel machen ja wirklich Rätsel, die man auch verstehen kann, wenn man sich ein bisschen dahinter setzt. Aber manche sind auch einfach nur tierisch nervig. Ein Rätsel, das ich einmal hörte, sprach von den Tränen des weinenden Mondes. Sind es dieselben wie die des Orakels? Vielleicht. Dieses Rätsel kenne ich nicht. Und ich weiß auch nicht, wie ihr die Tränen einsammeln könnt. Einsammeln könnt. Einsammeln könnt. Welches Gefäß kann die Tränen des Mondes auffangen? Mondes auffangen. Mondes auffangen. Wir haben da eins, aber das können wir gerade nicht benutzen. Da ihr nicht in Gefahr zu sein scheint, werde ich mich wieder auf den Weg machen. Die Hoffnungen der Herrscherin können sich erfüllen.
wenn wenigstens nicht einer der fünf überlebt. Hoffen wir mal, dass wir einer der fünf Helden sind. Hm? So, können wir die Flasche kombinieren mit komischem Ding? Nö. Da ihr nicht den Wie hoffen? Ha, dann ist das gar nicht das Orakel. Das ist jetzt komisch. Im Tränen. Ein Rätsel, das sind es diese. Vielleicht. Irgendwas mache ich da, glaube ich, gerade falsch. Aber wir haben alles geklickt. Wir haben die Flasche in der Hand. Können wir die Flasche vielleicht benutzen? Nichts passiert. Na gut. Erstmal abspeichern. LP 53.